Und jetzt Punkt 12. Bei RTL. Wir haben heute einen total spannenden Test. Unser Kollege Jens hatte im März Corona und entsprechend auch Antikörper. Jetzt, 7 Monate später, hat er sich für uns nochmal testen lassen. Ist er noch immun oder kann er sich inzwischen wieder genauso anstecken wie alle anderen, die das Virus noch nicht hatten? Die Antwort ist eindeutig und die geben wir Ihnen jetzt. Hier ist Punkt 12 mit allem, was heute wichtig ist. So kann es nicht weitergehen. Knallharte Kritik der Kanzlerin an den Corona-Regeln. Reichen die Maßnahmen wirklich nicht, um die Ausbreitung einzudämmen? Und was kommt jetzt noch auf uns zu? Die Heldenmutter aus der Feuerwohnung. Sie rettete ihre Kinder durchs Fenster, als sie schon selbst in Flammen stand. Knapp 2 Monate nach dem Drama besuchen wir die Familie. Liebe Katzen, bitte nicht nachmachen, wie dieser freche Stubentiger die ganze Wohnung überflutet. Montag, 26. Oktober. Hier ist Punkt 12 mit Katja Burkhardt. Guten Tag und herzlich willkommen zu Punkt 12. Ich habe kein gutes Gefühl. Das soll die Kanzlerin in einer CDU-Sitzung gesagt haben. Und irgendwie spricht sie damit vielen aus der Seele. Ja, tschüss, Ihnen auch. Ja, und das war's für heute. Morgen haben wir 150.000 Euro im Jackpot. Hier geht's jetzt weiter mit den Superhändlern. Und morgen, geht gar nicht weiter mit den Superhändlern. Es geht weiter mit unserer neuen Sendung. Das ist schon so gelernt, da sehen Sie es mal. Und morgen um Punkt 12, dann sind wir wieder da. Also jetzt geht's weiter mit 110.